Ja, hallo und willkommen zurück bei Railway Empire. Ich bin Pat hier und wir versuchen das vierte Kapitel abzuschließen, was nicht ganz einfach wird, was den Personal, was die Personentransport angeht. 1214 haben wir jetzt von 3000. Das muss dieses Jahr noch einen gewaltigen Schub geben. Was wir dafür machen, ist, wir haben in Louisville einen zweiten Bahnhof gebaut. Der für uns eine zentrale Rolle spielt bei dem Ganzen, bei dem Antransport der Bürger und Bürgerinnen, der interessierten Leute, wie auch immer, um zu verhindern, dass es hier zu ewig langen Staubildungen kommt an dem Hauptbahnhof. Was? Moment, nein. Und Indianapolis auch nicht. Aber hier Passagiere. Zack und zack. Und hoffen, dass das alles geht. Wir gucken mal, ob wir mit der Forschung noch irgendwas rausholen können. Ticketpreise, da verdienen wir mehr. Wir müssen eigentlich was haben, womit sie schneller fahren. Zuverlässigkeit, Verbrauch. Die Leistung können wir erhöhen, aber bis wir da angekommen sind. Ah ne, stimmt gar nicht. Wir können das hier nehmen, die hier nehmen. Und dann erhöhen wir die Leistung. So, das haben wir. Und ich überlege gerade. Wir haben hier, glaube ich, aber immer noch eine Staubildung. Ah ne, der zieht einfach vorbei. Das ist gut. Die hier sind auch okay. Zip. Vielleicht machen wir es einfach mal eben, wenn der hier abgefahren ist, schnappe ich mir diesen Zug einmal eben und wir setzen noch mal einen fünften Zug auf diese Strecke. Dann brauchen wir jetzt noch ein bisschen Zeit, bis der so ein bisschen weggefahren ist, damit das nicht zu direkt ist. Aber wenn ich das sehe, ist jetzt hier auch direkt kein weiterer unterwegs. Er wartet auf ein freies Gleis. Ach, der fährt hier. Ach, okay. Jetzt habe ich falsch geguckt. Atlanta wächst wieder und die Heimkehrer in die Stadt können auch versorgt werden. Eine Katastrophe wurde abgewendet. Dank dir. Gut, Atlanta wächst. Jacksonville müssen wir noch abschließen. Da ganz knapp drunter. Betriebsmittel fehlen. Das können wir schnell ändern. Und ich würde sagen, wir bauen einfach noch mal eine Zugverbindung zwischen Augusta und Jacksonville. Wählen den schnellsten Zug, die Rogers American. Nimm noch einen Lokführer mit. Und genau, Bier ist eine zentrale Geschichte. Das stellen wir für Augusta auch noch so ein. Und dann müsste das doch jetzt wirklich eigentlich auch da bald geregelt sein. Und dann bleibt nur das Problem. Ja, wobei es läuft. Ein bisschen schneller inzwischen, habe ich den Eindruck, dass hier unsere Passagierzüge vernünftig durchfahren. Jetzt hängen sie hier fest. Nee, doch, es gibt hier so ein bisschen Stau, gibt es hier. Ein bisschen ist gut. Ein ganz schönen Stau. Vielleicht schalten wir mal einen dieser Eisenzüge hier ab. Da ist eh kaum noch was drin. Und sparen, nimm darum so ein bisschen Traffic von dieser Strecke. Man könnte jetzt sozusagen nochmal Feintuning machen, weil dieser Bahnhof eigentlich ja für nichts anderes da ist. Können wir hier jetzt nochmal. Ach nee, können wir nicht, weil da Fabriken sind. Das ist nicht so einfach, wie ich es jetzt gerade dachte.
Wir löschen das einmal. Gucken, ob wir hier irgendwie auf dieses Gleis kommen können. Jetzt sehe ich nichts wegen dem der Steigungsinfo. Irgendeine Möglichkeit, hier auf dieses Gleis noch drauf zu kommen. War da nicht gerade was? Doch, da ist was. Zack. Ein Millimeter Arbeit hier. Dann können wir nämlich Züge, die jetzt hier oben, die kommen ja so alle nach und nach. Du hast einfach jetzt quasi die Erlaubnis und fährst hier auf das zweite Gleis. So, das ist der Zug. Oh, wir haben so viele Eisenzüge hier drauf. Du fährst dahin, okay. Alles klar, jetzt lassen wir es einfach erstmal so laufen. Gucken, ob der jetzt das viel gebracht hat. Offensichtlich nicht. Zufällige Panne, kann immer passieren. Sollte aber nicht passieren. Sehen wir nämlich. Dein Streckennetz bis weit in den Süden erweitert. Und so können auch die Bürger von Jacksonville wieder nach vorne schauen. In die Zeit nach dem Krieg. Das haben wir abgeschlossen und es sind wirklich. Boah, das wird super knapp, glaube ich. War das dein Rad, das zu mir rübergerollt ist? Das wird super, super knapp. Mal gucken. Da kommt der nächste. Ne, der nächste kommt erst da hinten. Ich guck einfach mal eben kurz nach. Wie viel wollen denn jetzt gerade nach. Louisville 10. Wir schicken jetzt einfach nochmal einen dieser Züge hinterher. Allerdings mit dem anderen Gleis. Ja, den kopieren wir nochmal. Und verwalten das insofern. Obwohl, wir können hier einen Zugbegleiter reinpacken. Verwalten die Linie aber so, dass sie auf dem anderen Gleis hält als der Kollege vorher. Der hält auf Gleis. Wahrscheinlich 1, ne? Ja, dann lassen wir den einfach auf Gleis 2 halten. Keine Ahnung. Muss ich, glaube ich, jetzt erstmal hier vorbereiten. Müsste der jetzt hier nicht losfahren? Bin ich verwirrt. Ich habe doch gerade noch einen neuen Zug in Auftrag gegeben. Oder fährt der von hier los? Die Nummer 4. Ah ja, okay. Dann ist ja gut, okay. Und kann man... Damit habe ich mich auch noch nicht so beschäftigt. Es gibt ja hier noch Waggons. Da kriegen wir nur Ticketeinnahmen, da werden nicht mehr Leute mitgenommen. Nee, Geld ist jetzt echt nicht das Problem. Und so ein zusätzlicher Wagen wiegt am Ende noch. Oh Mann, Leute, Mitte November. Boah. Wieso, wo ist hier das Problem? Wieso stehst du hier? Ach so, weil der andere da rausfährt, okay. Jetzt haben wir hier unten den Stau. Jetzt kommt hier zwar ein Zug nach dem anderen an, aber die müssen entladen und beladen werden. Und da sind irgendwie... Oh, Leute. Oh, das wird ganz, ganz furchtbar knapp. Kommt, nee, das kommt nicht der nächste. Wo bleibt denn der nächste Zug? Ah, Mann. Ich glaube, wenn der Zug hier ankommt rechtzeitig, dann wird das reichen. Aber das wird furchtbar, furchtbar knapp. Nein, das wird nicht klappen. Scheiße, Leute. Ach, Mann.
Ja, ihr seht mich scheitern. Ich werde das trotzdem jetzt einmal so machen und offscreen werde ich das Kapitel aber jetzt nochmal abschließen. Ihr habt's, also, Leute, das ist jetzt. Da fehlten uns 100 Passagiere. Hätte ich ein bisschen früher irgendwie die eine oder andere Optimierung gemacht, hätten wir das locker erreicht. Aber dafür euch jetzt oder mir das jetzt nochmal komplett anzutun, macht glaube ich auch nicht viel Sinn. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Episode 5 startet. Ich suche mir gleich irgendein Autosave und repariere das eben offscreen. Das geht wahrscheinlich schneller als jetzt hier das nochmal auf der Cam zu machen. Wobei, ach, wir haben ja jetzt 10 Minuten aufgenommen, ne? Wollen wir einfach mal zusammen gucken. Wir nehmen hier einfach mal den Juli-Spielstand und versuchen das dann noch mal eben schnell früher zu optimieren. So, einmal kurz gucken, haben wir die anderen schon abgeschlossen? Nee, leider noch nicht. Aber der Fokus liegt jetzt echt auf dem, weil das, ich habe den Eindruck, das kriegen wir sonst locker hin. Der andere Bahnhof existiert schon, das ist schon mal gut. Und was wir machen, ist, das ist mir gerade dann nochmal als Idee gekommen, wenn wir schon zwei Gleise hier irgendwie haben. Ach, okay, das funktioniert nicht wegen den Fabriken. Wir brechen das einmal eben ab. Ich überlege gerade, wenn wir das hier quasi hier rausziehen. Da geht alles, das geht irgendwie alles nicht wegen diesen blöden Fabriken. Wir können das Stück hier aber auch nicht. Doch, können wir löschen, okay. So. Was? Jetzt dürfte es alles kein Problem mehr sein, weil er irgendwie das ganze Gelände hier umgeplant hat. Vorher war es so ein Riesenproblem und jetzt ist es alles einfach verschwunden. Naja, ich würde einfach die beiden Gleise hier oben schon trennen. Echt keine Zeit verlieren. Das sind unsere wichtigsten Expresszüge jetzt gerade. Das heißt, ich setze aber auch hier oben, nein, hier oben Signale hin. Das heißt, die fahren auch wirklich aus dem Bahnhof raus bis hier oben hin. Und so, jetzt müssen wir so ein bisschen Auge drauf haben. Zack, so machen wir das mal. Ich würde gerne mal gucken, wie viel wir davon haben. Louisville, Atlanta, bisher drei. Wir nehmen gleich noch die vierte dazu. Lassen die jetzt erstmal hier abfahren. In Ruhe. Und jetzt klonen wir diesen Zug. Allerdings lassen wir ihn auf dem anderen Gleis halten, während jetzt gucken wir, während dieser hier auf dem Gleis 1 hält. Alles klar. So. Gucken, wie viele sind jetzt hier mit dabei. Das sind nicht wirklich viele, aber wir haben gesehen, am Ende zählt jedes bisschen. Ach, das war echt ärgerlich. Hier fehlen Betriebsmittel, aber nee, die habe ich ja hier gebaut. Wird er sich gleich irgendwie holen. Wir können auch überlegen, hier in Atlanta eine doppelte Gleisnutzung zu machen. Wir haben hier 67% und hier 41% Gleisnutzung. Und am Gleis 2 sogar nur 22. Atlanta, ja, dürfte das gleich knacken. Wie sieht es in Jacksonville aus? Sieht eigentlich auch ganz gut aus, aber ich glaube, wir haben die Bierverbindung noch nicht, ne?
Atlanta wächst wieder und die Heimkehrer in die Stadt können auch versorgt werden. Eine Katastrophe wurde abgewendet. Dank dir. Machen zwischen Augusta und Jacksonville einmal die Verbindung. Zack. Und wählen die Rogers American dafür aus. Ein Lokomotivführer und ein Zugbegleiter, sofern die sich nicht streiten. Perfekt. So, einmal kurz hier Signale setzen. Ja, in die andere Richtung. So. Dann setzen wir hier auch einmal kurz ein Zwischensignal, wobei das eigentlich keine große Rolle spielen dürfte. Genau, alles gut. Zack. Wir lassen jetzt mal schneller laufen. Wie läuft es denn hier jetzt? Sicher noch nicht optimal. Ach, eine zufällige Panne. Sowas brauchen wir natürlich nicht. Was haben wir hier? Wir gehen mal kurz auf Nummer sicher. Du hältst, hast du eine Gleiszuweisung? Nein, dann gehst du auf die 1. Und du auf die 2. Damit können aber, sobald die Pannen abgeschlossen sind, die Züge beide fahren. Och, ey, du bist doch jetzt keinen Meter gefahren. Wir bauen hier auch mal ein Wartungsgebäude hin. So, dann fahren die nämlich jetzt beide schön gleichzeitig da rein und verfehlen keine Zeit beim Beladen. Wir nehmen hier diesen Eisenzug aus dem Spiel. Das hatten wir letztes Mal ja auch gemacht. Da haben wir gemerkt, wie viele Eisenzüge brauchen wir gar nicht. Einmal kurz den Blick weiter auf Jacksonville. Hier fehlen angeblich Betriebsmittel. Das können wir einmal eben klären. Ah, 53%. Das Museum haben wir auch schon gebaut, ne? Ja. Weizen wäre noch ziemlich gut. Gibt es eine Nähere? Wir könnten. Ja, klar, wir holen hier von einem Landgut. Hier machen wir einfach auch nochmal weitere Gleise hin. Das holen wir einfach hier von diesem Landgut, bevor wir das durch die halbe Prärie schicken. Hier ist ja schon Jacksonville. Muss ich nur mal überlegen, auf welches Gleis. Ich glaube, ich schicke das einfach hier mit ans Gleis 1 ran. Achso, wir sind schon. Ja, das ist ja Humbug. Zack, wir ziehen das vielleicht mal hier so hin. Hier hoch. Und mal gucken, kriegen wir doch einfach hier angebunden, oder? So, zack. Dann brauchen wir hier eine neue Zuglinie vom Landgut nach Jacksonville und eine starke Lokomotive. Ach, hätte ich noch einen Heizer reinpacken können. Egal. Und hier muss ein Versorgungsturm hin. So. Das müsste doch jetzt eigentlich so langsam dann auch ausreichen, um auch Nitroglycerin. Nee, brauchen wir nicht. Wir werden möglich keine Tunnel mehr bauen, wenn alles gut geht. Ah, das ist wieder furchtbar knapp. Zufällige Panne. Du hast dein Streckennetz bis weit in den Süden erweitert. Und so können auch die Bürger von Jacksonville wieder nach vorne schauen. Also hier wird jetzt angezeigt, ich hätte eine neue Aufgabe erhalten, aber das. Also entweder kann ich hier nicht runterscrollen und irgendwas wird mir hier nicht angezeigt. Aber eigentlich haben wir das hier zu erledigen. 3 Monate noch für 3000 Leute. Oh, und dann haben wir hier so zufällige Pannen. Das ist doch echt unnötig.
Wir klonen den Zug jetzt einfach nochmal. Dann kann er nämlich hier nochmal richtig losfahren. Ich hau jetzt hier Züge raus, bis das funktioniert. Und holen wir nochmal einen. Auch der wird ja nochmal voll. Also ist ja nicht so, dass die Züge hier nicht gut befahren werden. Ich packe ihn nur auf das andere Gleis, nämlich auf Gleis 1. Zack. So. Das Problem ist sozusagen, hier unten habe ich keine zwei Gleise. Das heißt, die warten hier ein bisschen unnötig. Aber das Problem ist, ich komme hier auch nicht mal ebenso vernünftig in dieses Streckennetz wieder hinein. Oder doch, könnte dann hier rüberziehen. So, dann machen wir das wie folgt. Hier ist ja schon einer drin. Genau. Der fährt eigentlich, soll dann hier in Atlanta auf das Gleis 3 fahren. Den setzen wir fest. Ja, nicht den Zug verwalten, sondern die Linie verwalten. In Atlanta auf das Gleis 4. So, das sind Gleise 3 und 4, ne? Nicht, dass ich was falsch mache. Genau. Mal gucken. Oh, Entschuldigung, ich hoffe, das wirkt sich hier nicht so negativ aus. So, du fährst dann, glaube ich, wieder auf Gleis 3. Oh, das wird furchtbar wieder. Es wird wieder furchtbar knapp. Und wahrscheinlich habe ich am Ende wieder das Pech. Irgendein blödes. Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Was ist denn hier los? Wieso fahrt ihr denn dann nicht? Wieso fahrt ihr denn dann nicht auf das andere Gleis rüber? Signale. Alles klar, okay. Ich hoffe, das hat sich dann da jetzt auch erledigt. Ja, okay, alles klar. Uiuiui. Und eigentlich wäre ziemlich cool, hier durch Knoxville eine Umleitung zu bauen. Oh Mann. Ah, komm, das klappt jetzt aber. Da waren wir letztes Mal im Dezember. Uiuiuiui. Ja, ich glaube, ich habe das am Anfang, als wir die Aufgabe gekriegt haben, so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, ne? Ja, das läuft ja so nebenbei. Ja, 3000 Leute zu transportieren ist nicht so für nebenbei. Wieso kommt jetzt hier gerade kein Zug an? Wieso kommt hier gerade kein Zug an? Ne, nicht ernsthaft jetzt hier, Leute. Wir haben den 18. Ich habe 5 Züge auf dieser Linie. Und nicht einer ist gerade auf dem Weg hier nach unten. Doch, da kommen sie. Boah, 10 Tage, gib Gas. Das wird wieder nicht reichen. Es wird wieder nicht reichen. Das gibt's nicht. Es gibt's nicht. Es ist skurril. Okay. Seht was, ich versuch's jetzt. Hier gibt's jetzt den ersten Oktober-Spielstand. Ach man, echt. Diese ganzen Pannen und so. Und was wir machen ist,
muss ich mich einmal orientieren. Genau, hier. Wir führen die Gleise jetzt komplett. Wir führen jetzt hier nochmal die Gleise um Knoxville herum. Zack. Und zwar irgendwie furchtbar skurril, glaube ich. So, und dann müssen wir das hier wieder anbinden. Und das gleiche, können wir das nicht auch für die andere Seite machen? Ja, wir kommen da nicht vernünftig rüber. Moment. Das soll, wird, na, so, und jetzt lass mich doch einfach... So, von hier, rüber. Klappt irgendwie alles nicht. Von hier. Ja, wieso kann er... Okay, jetzt zieh doch einfach... So, von hier anfangt. Es... Ich, manchmal bin ich, habe ich den Eindruck, ich bin zu blöd hier Gleise zu bauen. So, das ist ja für den Rückweg auch eigentlich so ganz gut. Jetzt brauchen wir es nur noch für den Hinweg. Und hier haben wir so ein bisschen, obwohl, weißt du was, wir versuchen es einfach mal. Wenn ich es könnte. Versuchen einfach mal was ganz Verrücktes. Was, hier durch die Stadt dürfen wir nicht bauen. Wir bauen uns hier einfach an der Stadt vorbei. Durch die Stadt durch. Hier rüber können wir nicht... Ach. Da kommen wir nicht rüber. Ich mach mal so und versuch mal über hin und her schieben, da irgendeine Lösung hinzukriegen. Nee. Keine Chance, wenn ich das weiter runterziehe. So, dass wir mehr Platz hätten. Und die Anbindung muss ja auch nicht hier unbedingt erfolgen. Kann ja auch, wer weiß, wo erfolgen. Den Punkt entfernen wir mal. Völlig egal, ich will einfach nur irgendwie über diese, dieses Ding rüber. Da haben wir was. Okay. So, und habe ich hier unten schon diese zwei Gleislösungen, habe ich auch noch nicht. Die bauen wir jetzt auch noch mal eben. Binden das hier an. Und binden dann von hier. Nach hier an. So. Einmal kurz die Signale nochmal überprüfen. Sind Signale, sind Gebäude. Das muss so gesetzt sein. Sonst haben wir da am Ende ein Problem. Hier ist auf jeden Fall wichtig. Stimmt. Das hier ist auch so zu setzen. Und Zwischenstationen. Das ist so zu setzen. Und auch hier Zwischenstation. Gut, so. Und jetzt machen wir das einmal weg. Ja, das wird hier eine furchtbar lange Folge. Aber ich habe mir gerade überlegt, vielleicht ist es für euch ja trotzdem auch nochmal interessanter, das so anzugehen. So, du bist jetzt hier aus dem Gleis 3, 4 raus, aber sollst eigentlich ab jetzt dann ins Gleis 3 fahren. So, wenn du dann auf dem, von Atlanta auf dem Rückweg, nimmst du dann hier diesen Wegpunkt und von Louisville nimmst du diesen Wegpunkt. Wir fahren um Knoxville herum, weil das nochmal so eine Engstelle ist. So, du fährst jetzt ins Gleis, auf Gleis 4.
Moment, zack. Auf Gleis 4 fährst dann aus Atlanta wieder raus und nimmst hier den Wegpunkt. Und wenn du aus Louisville kommst, nimmst du den. So, dann haben wir hier Gleis 4. Das heißt, der nächste Zug, der kommt, muss Gleis 3 nehmen. In Atlanta. Fährt dann, wenn er aus Atlanta rausfährt, hier lang und fährt von Louisville kommend hier lang. So, der nächste hat dann wieder die 4. Zup. Hält in Atlanta auf Gleis 4. Wenn er aus Atlanta kommt, nimmt er diesen Weg. Aus Louisville kommt diesen Weg. So. Und dann fährt hier gerade keiner los. Der war jetzt gerade auf Gleis 4. Wir klonen einen Zug. Der fährt jetzt hier los. Der fährt, na, der fährt dann auf Gleis 3 in Atlanta. Alles klar. Oh Mann. Die anderen Aufgaben haben wir schon erfüllt, jetzt in dem Speicherstand, ne? Ja. Okay. Ich hoffe, das klappt jetzt irgendwie alles. Ich will eigentlich keine Züge mehr sehen, die irgendwie hier blöd rumstehen. Hier haben wir, ja, weißt du was, den kicken wir jetzt einfach mal raus. Zack. Das ist ein Frachtzug. Dann gibt es eben keine neuen Schuhe. Oh Mann, Mann, Mann. Das ist schön, dass du mir dann zuschaust. So. Nimm einmal kurz diesen Zug hier. Und guck einmal, wann, zu welchem Zeitpunkt da jetzt nichts los ist. Was haben wir hier? Der hat wahrscheinlich irgendwie auch eine Panne gehabt, anders kann ich mir nicht erklären, wieso der hier nicht weiterfährt. Ach, der fährt hier aufs gleiche Gleis. Du fährst auf Gleis 2 und du auch wahrscheinlich. Ja, ändern wir mal. So, 15. Dezember. Oh komm, 50 Leute. In 20 Tagen. Da kommt doch noch ein Zug an, oder? Da kommt einer. Oh, Gott sei Dank. Leute, Gott sei Dank. Boah, ja. 25 Minuten jetzt nochmal damit zugebracht, diese Quest abzuschließen, aber stimmt, es gibt ja noch ein Abschlussvideo, das heißt, das hätte ich euch ja dann beinahe vorenthalten und das wollen wir ja nicht.
Die konföderierten Staaten kapitulierten im April 1865. Auf beiden Seiten standen am Ende unzählige Opfer, Verwüstungen und Zerstörungen, und es folgte eine Phase tiefster wirtschaftlicher Rezession. Erstmals war auch die Eisenbahn zu einem kriegsentscheidenden Faktor geworden, einer Figur auf den Kartentischen der Generäle. Während sich einst begeisterte Menschen versammelt hatten, um den Lokomotiven zuzujubeln, war die Eisenbahn im Krieg zu einem taktischen Spielstein geworden, um Soldaten und Material an Kriegsschauplätze zu liefern. Doch die Opfer und Entbehrungen sollten nicht vergebens gewesen sein. Der Frieden schmiedete Nord und Süd stärker zusammen als je zuvor. Da sind wir, ja, man sieht es vielleicht hieran nicht sehr erfolgreich ganz am Ende. Ihr habt es ja auch gemerkt, bin ich so ein bisschen unzufrieden auch. Aber gut, wir haben es immerhin irgendwann geschafft. Und diese eine Aufgabe habe ich einfach nicht ernst genug genommen. Und man hat gesehen, man kann mit Kleinigkeiten da nochmal ein bisschen was rausholen. Zweiten Bahnhof, andere Gleise, Umleitungen und ähnliches. Das Spiel sieht, glaube ich, trivialer aus, als es dann manchmal ist. Wir werden bald das fünfte Kapitel angehen und ich bin mal gespannt, was dann auf uns wartet. Bis dahin, macht's gut, euer Patje.